Hallihallo, habe die Ehre, herzlich willkommen zurück zum Car Mechanic Simulator 2021. Wir haben im letzten Video ein paar Scheunen auseinandergenommen, haben hier zwei Supersportler rausgefischt, die mir schön machen zum Kohle verdienen, also einfach nur ein Restaurationsprojekt wird. Und da draußen haben wir zwei, die ab in unseren Bestand kommen. Also, Tuning-Projekte. Ich will uns gar nicht groß lang schnacken hier. Und dann so den Kopf in den Nacken. Nein, bin jetzt hier, fangen wir dem an. Wie gesagt, das wird kein Lackieren, Motor oder irgendwas, sondern wir machen den einfach schön. Ja? So, die Aufgabe zu nehmen. Dann, wie gesagt, ich habe es im letzten, Ende vom letzten Video gesagt. Könnt ihr gerne schätzen, wie viel wir mit den zwei Fahrzeugen hier an Kohle holen. Ich habe auf 1,450 geschätzt, dass wir einen Endstand haben, nachdem wir die zwei hergerichtet haben. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr meint. Keine Ahnung. Überlege ich mir bis da eine Kleinigkeit, wer am nächsten dran ist. Lass dich überraschen. Ist noch nicht draußen. Fehlt noch einer. Was sagt denn eigentlich zu dem 200. Video, wo ich alle Tuning-Autos vorgestellt habe? Habe ich keine Rückinfo zu erhalten? Würde mich interessieren, wie ihr meint, was ihr meint. Ich habe schon ein paar Mal gefragt, ob sie sagt, hey, ist unbedingt noch dieses und dieses Auto rein. Ich würde gerne noch, was ich mir noch wünsche, wäre der tote Elektroboy. Der darf mir nur jucken. Den holen wir später raus. Machen wir erst mal unten alles weg. Den machen wir jetzt komplett nuggisch. So nuggisch, wie es noch geht. Das ist quasi eine höchst erotische Folge. Den wir komplett ausziehen. Also das Auto, ne? Dass jetzt hier irgendwas erwartet. Ja, können wir auch mal draus rupfen. Das Getriebe können wir wegrupfen. Wenn wir den Anlasser natürlich vorher, wie immer. Ah, da ist noch eine Welle drin. Der alte Blutschi. Immer seine Dienste bewiesen. Hat uns im Stich gelassen. Wenn jeder anders, fehlt der einfach. Gut. Ich schau gerade, wo er immer rummuckt. Genau. Die Tanks müssen noch, die kriegen wir von unten raus. Dann sämtliche Lüfter, die wir nicht haben. Den Motor machen wir auf den Motorständer. Okay, den können wir runterlassen. Geht der mit dem Motor raus? Nein, gell? Ja.
Okay. Kann man Motor rauslupfen? Oh, ja, klar. Sorry. Sorry. Ja, gleich. Oh, da war noch mal viel drin, du. So, wir sehen uns hier nochmal, weil es bestimmt verpeilt. Geht es jetzt auch, wenn der oben ist? Ja, okay. Gut. V12, hey, hey, das würde dann. Kannst erstmal verschwinden. Okay, dann müsste er jetzt theoretisch leer sein. So ist das auch. Scheibe, Frontscheibe, dann dürftest du leer sein. Ja. Gut. Jetzt hat ballern mir noch die Reifen runter. Oh Scheiße. Was denn da drauf? Na, Felge 13. Gut. Die drei Federn wieder wegnützen. Schlecht. Waren bloß drei drauf. Vettel war ohne hinten bei Fahrerseite. Ja, dann können wir doch mal reparieren, ne? Was uns wieder sauber Kohle spart. Das ist noch gar nicht von dem Auto. Finde ich super. Jetzt hat. Oh, warte mal, wir können ja gleich die Dinger mit abdrehen. Bremsscheiben. Nicht die Dinger, sondern die Bremsscheiben habe ich gemisst. Einfach drauf.
ist jetzt gerade wirklich auf 99% gesprungen. So ein Witz. Dann nimmst du nicht drauf. Naja, ein bisschen Schwund ist halt dabei, ne? Gut, dann können wir jetzt gleich noch die Bodyparts machen. Hier anfangen. Da braucht man zwei auf jeden Fall mehr. Standkopf haben wir vergessen. Das haben von den Gummiboxen haben zwei vorne in dem Träger gefehlt. Habe ich die nicht abgezogen? Irgendeinen anderen Reifen. So. Schauen wir mal, ob das reparieren kann. Eine. %99, ja. Ich will aber ein 100%iges Auto. Gut. Dann geht's ans Shoppen. Später. Umsbelege 5. Glaube ich nicht. Wir haben bestimmt zwei Arten am Deckel hin. Upsala. Gut.
Machen wir zwei, weil auf der anderen Seite hat es gefehlt. Zwei. Elektrik. Ja. Brauchen wir Body Parts. Oh, der hat sogar die. Der klappt Lichter? Bin ich nicht. Der hat die anderen, gell? Ja. Abstellwerfer schon geiler finden würde, aber. Brauchen wir quasi einmal noch alle Scheiben. Gut. Dann brauchen wir noch okay. Können wir die Liste schon mal leer machen? Dann würde ich sagen, zupfen noch einen Motor. Wieder nackt. 12. Ja. Erst 12 Boxen unten aufmachen. 12 Zündkerzen. 12 Zylinder ausbauen, wobei die Zylinder gehen relativ fix. Ist er da vergammelt hier in dem Kübel? Das gibt's ja nicht. Oh Gott. Ja, ist immer eine schöne Arbeit rauszumachen. Also ich nach wie vor. Bitte nimmt das nicht ironisch. Jetzt doch. Habt ihr alles richtig gemacht. Auch so schlimm wie die blöden Stößelstangen-Dinger-Teile da reinzuknödeln. Das sind echt meine unliebsamsten Arbeiten, muss man ehrlich sagen. Aber auch diese können erledigt. So, machen wir mal einen Deckel auf und gucken, was da denn schönes, vergammeltes drunter hängt. Oh, die Seite schaut schlimm aus. Ja gut, so viel Öl wie da noch drin war, wundert mich gar nichts. Waren ja noch zwei Schluck. Da fehlen einige Teile am Motor.
Da! Er hat echt total viele Teile, das ist absolut uncool. Was? Ich kann das nicht abbauen. So. Ja, ist doch gut. Sobald es hier mit dranhängt. Ah, verstanden. Oh, der Giant Eagle ist gesehen hier. Ein bisschen Glück hat man auch, dass der keine Flüssigkeiten drin hat, aber ich habe einfach zerrupft, weißt du? Wenn Bremsflüssigkeit eigentlich noch rausmachen müssen, Kühlflüssigkeit noch rausmachen müssen, aber alles nicht gemacht. Naja, wie heißt Glück der Dummen? Jut! An zu meinen Köpfen! Und nach den Köpfen wird er gedreht. Ja, dann Wanne plus die Schellen unten wegmachen müssen. Ey, sogar richtig rum. Jetzt wahrscheinlich rosig drin auch schon. So mühselig, klar, 12 Zylinder, alles geil. Toll und schön und so, aber. Von V4 schon wesentlich weniger. Gibt dann natürlich auch wesentlich weniger Kohle, ne? Muss man auch dazu sagen. Okay. Können wir eigentlich das wirklich ausbauen? Brauchen wir den Käse nicht dann drin? Gut! Absolut überhaupt nicht lange gedauert. Können wir noch schnell durchreparieren? Einkaufsliste. Einkaufen. Bis alles noch hinhart. Wir sind auf einem sehr guten Stand, dass wir im nächsten Video eigentlich nur noch beim Klatschen müssen. Wir müssen so ein paar Sachen noch nachkaufen, weil die sind jetzt aktuell nicht in unserer Liste. Klar.
Dann müssen wir zwei. Bin ich jetzt drauf? Der drum, was auf die Kerze drauf kommt. Und Spule. Nehmen wir sie einfach mal. Da müssen wir zwei dazu kaufen, weil am Zwock fehlt. Dann. Inventar ist leer. Yep. Und. Dann nehme ich jetzt ein. Klar, brauchen wir 12. Auch klar, 12. Jetzt haben wir schon. Ja, ja, ja. Hm? Auch klar, dass wir 12 brauchen. Brauchen wir jetzt nicht alle einzelnen Durchdrucker? Gut. Jetzt habe ich da nur zwei drin. Weil die anderen alle reparieren können, oder waren die? Nee. Wo? 4, 6, 8, 10. Also brauchen wir 12. Fehlt auch noch was, aber da weiß ich nicht welcher. Und kaufen wir dann. Bis wenn es soweit ist. Sehr geil. Dann. Noch ein Haar. Komm. Baller mir die noch drauf. Wir haben vergessen, Reifen zu kaufen. Und haben die Liste geleert. Machen wir dann, wenn es weit ist. Genau, noch einen zweiten Haar. Sehr geil, weil dann kann man jetzt im nächsten Video anfangen, das alles zusammenzuschustern. Müssen nichts mehr wegbauen oder ja, kaufen noch ein paar Teile, klar, just in dem Moment. Aber wir haben den dann schon mal hier Deluxe zerrupft. Und können dann doch starten. Like it.
Alles klar. Dann war's das für heute. Machen wir Feierabend. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Oder gerne auch ein Like. Oder wenn ihr wollt, auch einen Kommentar. Wie gesagt, ihr könnt gerne noch Schätzungen machen, bis natürlich das Video online kommt, wo der hier fertig ist und verkauft wird. Ich bin bei Ausgangsbasis, war ein bisschen, was war's denn, 1,24 Mille, 2,8 Mille, irgendwie sowas. Ich bin bei 1,450, wenn wir die beide verkaufen. Genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gerne dran. Wir sehen, wie viel Kohle wir aus den zwei rausholen. Ich würde sagen, bis wir den verkauft haben, also das Video davor, dürft ihr gerne Schätzungen abgeben, weil damit ist es unfair. Ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, habe die Ehre und Servus.